Willkommen zu den MyGecko Video Tutorials. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie Sie die MyGecko Startseite personalisieren und nach Ihren Bedürfnissen anpassen können. Zuerst melde ich mich im System als Verwalter an. Über das Zahnrad oben kann ich Elemente organisieren auswählen und somit die Startseite bearbeiten. Links oben erscheinen nun verschiedene Symbole zum Bearbeiten. Das Hintergrundsymbol öffnet ein weiteres Menü, wo über einen USB-Stick oder über einen Netzwerkspeicher Hintergrundbilder im JPEG-Format ausgewählt werden können. Nach Auswahl des gewünschten Bildes tippe ich auf Anwenden und das Bild wird als Hintergrund übernommen. Möchten Sie das Hintergrundbild wieder löschen, so können Sie den Mülleimer anwählen. Kommen wir nun zu den Widgets. Die Widgets können auf 4 verschiedenen Seiten auf dem MyGecko konfiguriert werden. Widgets können 4 pro Seite im Kleinformat oder 1 pro Seite im Großformat dargestellt werden. Pro Seite können Sie entscheiden, ob Sie das Groß- oder Kleinformat aktivieren möchten. Entscheiden wir uns bei der ersten Seite für das Kleinformat. Durch Tippen auf Hinzufügen wählen wir unsere Bausteine im System aus, welche wir als Widget darstellen möchten. Wir fügen das Licht Küche und die Wohnraumlüftung hinzu. Auf der zweiten Seite jedoch entscheiden wir uns für das Großformat und lassen uns die Wetterdaten anzeigen. Durch Tippen auf den Mülleimer können die Zuordnungen wieder gelöscht werden. Widmen wir uns nun zuletzt den Aktionen, Musik und Kameras. Im Prinzip gehen wir hier identisch vor wie bei den Widgets. Wir fügen einfach unsere Aktionen, Musikzonen und Kameras hinzu, welche wir auf der Startseite darstellen möchten. Eventuell können auch Aktionen, Kameras, Musikbausteine ebenfalls als Widget, wie vorher erklärt, eingebunden werden. Abschließend tippe ich rechts oben auf den Zurückpfeil und beende den Bearbeitungsmodus. Fertig. So einfach habe ich nun meine Startseite komplett personalisiert. Mit den Pfeilen kann ich zwischen den erstellten Seiten navigieren, ebenso bei den Aktionen, Musik und Kameras.